Letzten Endes hätten wir in beiden Partien was mitnehmen können, wenn nicht sogar müssen, aber irgendwas hat am Ende gefehlt. Ja, die Tore, wir kriegen dann halt einfach zu einfache Gegentore und machen selber keine. Und unterm Strich werden dann diese Kleinigkeiten gegen diese Gegner bestraft. Und ja, leider wurden wir da brutals bestraft und standen am Ende zweimal mit leeren Händen da. Ja, auch insgesamt muss man ja sagen, ist die Entwicklung sehr positiv. Also wenn wir nochmal zurückblicken und überlegen, wo wir Anfang des Jahres insgesamt, also des Kalenderjahres waren, da muss man sagen, hat der Gesamtverein doch eine sehr gute Entwicklung genommen. Einfach von dem her, dass wir Ruhe haben, dass wir gut arbeiten können, dass wir, glaube ich, eine intakte Mannschaft, ein intaktes Umfeld haben und die Fans uns wunderbar unterstützen. Ja, ist natürlich genial. Also ich meine, das Spiel generell hat ja eine sehr große Kulisse für die zweite Liga. Und wenn man dann da in das Stadion einläuft und man hat halt 4.500, 5.000 Bochumer irgendwo in Köln sitzen, dann ist das einfach ja, unschlagbar. Also dieser Block in diesem Stadion, der dann halt blau-weiß ist, das nimmt man natürlich wahr und das versuchen wir auf dem Platz dann irgendwie zurückzugeben, dass die Leute, die dann halt kommen und uns so unterstützen, eben auch freudig nach Hause fahren können. Also ich denke, es ist für uns alle zum Abschluss ein tolles Spiel und ja, hoffen wir, dass wir da ja, mit mehr Punkten rausgehen als die letzten beiden Spiele. Ja gut, dieses Jahr toppt natürlich alles. Ich habe 21 Tore jetzt, hat noch nicht mal alle Spiele gemacht in der Hinrunde und das ja, ist eigentlich gar nicht hoch genug anzurechnen. Hat das ja, richtige Näschen, weiß, wo das Tor steht, wie man so schön sagt, und ist darüber hinaus aber auch ein ganz feiner Kerl, sehr bodenständig und auch ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler. Also aus unserer gemeinsamen Zeit hier sind wir doch sehr, sehr gut befreundet immer noch und Zeit vergeht. Simon trifft immer noch, hat sich nicht geändert und ja, müssen wir gucken, dass wir das am Freitag stoppen, dass er für uns oder gegen uns am Freitag halt mal ja, das Tor nicht trifft. Ja gut, da brauchen wir nicht drum rumreden. Der erste FC Köln ist zusammen mit dem HSV natürlich Top-Favoriten dieser zweiten Liga. Ein sehr, sehr harter Brocken, den wir da aus dem Weg räumen müssen. Aber ich denke, die zweite Liga zeigt eigentlich Woche für Woche, was halt möglich ist und dass jeder gegen jeden gewinnen kann. Gerade in Köln, ob es jetzt Paderborn ist, Magdeburg, die jetzt da gespielt haben und auch ein gutes Spiel gemacht haben, aber eben nichts geholt haben. Aber auch der MSV Duisburg hat da gewonnen und unser letzter Gegner Union Berlin hat auch einen Punkt dort mitgenommen. Also grundsätzlich ist es nicht so, dass Köln unverwundbar ist. Und wir müssen unser Spiel ja, durchbringen und dann mit ein bisschen Glück, das wir sicherlich auch brauchen werden an diesem Spiel, halt bin ich eigentlich optimistisch, dass wir da auch punkten können.